I'm on the run, I've got no alibi for what I've done. Took what you treasure and I'm never gonna give it up. Yeah. Hallo Freunde, neuer Tag, neues Glück, Fleischglück. Und heute geht es um ein Thema, da wo die meisten sagen würden, uah, voll teufel. Also, es geht um genau das da. Pansen oder Kutteln. Und das ist wirklich was, da scheiden sich die Geister. Es gibt Kuttelliebhaber, es gibt aber auch Leute, die sagen, das ist Hundefutter. Und jeder, der sagt, das ist Hundefutter, der irrt sich gewaltig. Wenn man den Pansen mal im rohen Zustand sieht, dann ist der ganz dunkelgrün, fast schon schwarz-braun, weil das nämlich der erste der vier Mägen ist. Ja? Wer es nicht weiß, ein Wiederkäuer hat vier Magen oder vier Mägen. Ne? Einmal den Pansen, dann den Blättermagen, den Netzmagen und den Labmagen. Der Labmagen ist der wichtigste Magen für die Käsefreunde, denn in diesem Labmagen wird das Enzym Lab, das man zur Käsereifung benötigt, hergestellt. So, wir haben aber hier, wie gesagt, den Pansen, den größten. Und ich habe ja vorhin gesagt, Wiederkäuer. Was ist ein Wiederkäuer? Der frisst erst, schluckt und später wirkt er die Nahrung wieder rauf und macht dann einen Brei. Und in diesem ersten Magen, in dem Pansen, gärt es im Endeffekt. Ne? Also das ist riesengroß. Viele benutzen den als Hundefutter. Ich finde es fürchterlich. Bei Kitchen Impossible musste Tim Melzer übrigens Rinderpansen bei uns kochen und hat das sehr, sehr gut hinbekommen. Wir nennen das Portweinkutteln, ein Klassiker aus dem Stall. Und heute machen wir aus diesen Kutteln einen weiteren Klassiker aus dem Stall. Und zwar Maurers Kuttel Carbonara mit Ei. Hört sich jetzt lustig an, ist aber total easy, ein einfaches Pfannengericht. Wir machen dazu frische Gnocchi oder Gnocchi, wie man auch sagt. Und das Gericht ist very easy. Wie man die Gnocchis macht, zeigt euch gleich die Eva. Ich zeige euch jetzt erstmal, was wir mit den Kutteln machen. Ich habe jetzt hier schon mal schneeweiße Kutteln und das müsst ihr wissen, es ist ein Riesenaufwand, die so sauber zu bekommen. Manche geben es einfach in der Brühmaschine, manche geben es in der Rupfmaschine. Früher mussten das die Metzgerlehrlinge mit der Sauglocke sauber schaben und das hat schon mal den ganzen Tag dauern können, bis der Pansen fertig war. Anschließend wird er gekocht und zwar über 3 bis 4 Stunden in Essigwasser mit Salz, na, damit diese Aromatik auch ein bisschen rausgeht von diesen unvergorenen Futterresten. Und wenn er mal so schön schneeweiß ist, dann ist es wirklich ein Gedicht. Es gibt Regionen in Deutschland, Baden-Württemberg zum Beispiel, saure Kuttle oder bei uns saure Kutteln. Im Sachsenland sagt man saure Flecke. Ein wirklich Klassiker, ja? Muss man mal probiert haben. Macht es einfach noch. Gut, als erstes gehe ich her und schneiden wir mal ein bisschen Zwiebelbrühe aus. Als nächstes schneide ich ein bisschen Lauch. Und wer sich jetzt fragt, Mensch, wo kriege ich eigentlich Kutteln her? In große Supermärkte ist es meistens so, dass die in der Abteilung für russische Feinkost sind. Also da, wo es auch Dorschleber gibt, wo es Sonnenblumenkerne gibt. Ne? Es gibt einen Trick, ohne jetzt hier Schleichwerbung zu machen, wer frische Kutteln haben will, wo die immer im Sortiment sind, das ist bei Kaufland. Als nächstes nehmen wir ein bisschen Sellerie. Diese ganzen Abschnitte, falls ihr euch fragt, was wir mit denen machen, diese ganzen Gemüseabschnitte, die kommen alle in unseren Fond und wir machen uns standardmäßig auf dem Ofen immer einen sogenannten Rumfortfond. Das ist ein alter Trick vom Stefan Marquardt. Alles, was rumliegt und fort muss. Jetzt habe ich noch einen Geheimtrick. Auch wieder Umami. Getrocknete Tomaten in Öl eingelegt. Das gibt nochmal so einen richtigen Bums, wie man so schön sagt. Jetzt geht's ab zum Ofen. Aber bevor wir die Kutteln fertig machen, brauchen wir erstmal die Gnocchi, also die Gnocchi. Und wer könnte es besser als unsere Küchenchefin im Stall? Ja, die wunderbare Eva. So ihr Lieben, wir starten jetzt mit dem Gnocchi-Teig. Ich habe da schon mal was vorbereitet und zwar habe ich die Kartoffeln heute schon mal gekocht, ausdampfen lassen und geschält. Und dazu brauchen wir noch eine Kartoffelpresse. Und wenn ihr jetzt fragt, wie ist denn das Rezept für die Gnocchi, kann ich euch sagen, weiß ich nicht genau, ihr müsst erst die Kartoffeln kochen, dann durchpressen, dann die Kartoffeln abbiegen und dann können wir genau das Verhältnis zu Mehl, Stärke, Eigelb und Nussbutter sagen.
Das Wichtigste ist, wenn ihr das abwiegt, stellt euch bitte erst die Schüssel auf die Waage, dann auf Null und dann reinpressen, weil ansonsten müsst ihr wieder eine zweite Schüssel noch anbarzeln und dann habt ihr nur zu viel zum Abspülen daheim. Und das macht ja auch nicht immer so viel Spaß. Ihr nehmt euch die Kartoffeln, die gekochten, die gut ausgedampften, damit die Flüssigkeit raus ist, einmal und gebt es durch eine ganz klassische Kartoffelpresse. Ich glaube, die hat jeder daheim. Wenn jemand sowas nicht zu Hause hat, dann presst es gleich nach dem Garen durch ein Sieb. Das funktioniert auch. Aber am besten ist wirklich so eine ganz normale Kartoffelpresse von der Oma. Die haben die ja immer früher gehabt, weil so Kartoffelgerichte sind ja so alte Klassiker wie Schupfnudeln und so weiter. Und da hat eigentlich jede Mama oder Oma noch so eine Kartoffelpresse zu Hause. Jetzt haben wir hier 400 Gramm gekochte Kartoffeln. Das passt wunderbar. Für die 400 Gramm gekochten Kartoffeln muss ich auf mein Rezept spicken. Das darf ich, oder? Ja. Gut. 45 Gramm Stärke, ganz normale Kartoffelstärke. So, das passt genau. Und dann braucht man noch 45 Gramm Mehl, ganz normales Weizenmehl 405. Zum Abschmecken geben wir rein ein bisschen Muskatnuss, damit das eine richtige würzige Sache wird. Das passt natürlich dann super zu den Kutteln, zu der Sahne, zu dieses gewisse Etwas. Dann geben wir ein bisschen Salz ran. Und wenn ihr euch jetzt fragt, woher weiß die, dass sie für 400 Gramm Mehl 35 Gramm Stärke braucht, ich habe so ein Grundrezept für 500 Gramm gekochte Kartoffeln und ich habe mir das jetzt einfach ein bisschen runtergerechnet, so damit sie jetzt weiß, welche Menge an Stärke, Mehl und Kartoffeln brauche ich jetzt für den Teig. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das Rezept genau ausschaut, schaut einfach unten drunter, wir haben euch das aufgeschrieben, dann könnt ihr es zu Hause nachmachen. Jetzt nehmen wir noch zwei Eigelb, natürlich frische Eier für die Bindung, ganz wichtig. Und schon sind fast alle Zutaten in dem Teig. Es fehlt uns jetzt noch die Nussbutter, die nur das gewisse Etwas zusätzlich dazu gibt an Geschmack. Also Nussbutter heißt, ihr nehmt Butter, gebt es in einen Topf und kocht es so lange auf, bis die Molke leicht braun wird. Und dann sofort runter vom Herd und am besten in ein neues Gefäß rein, dann zieht es nicht mehr nach. Und so habt ihr die perfekte Nussbutter für die Gnocchi. Die könnt ihr auch ein bisschen mehr machen und danach dann einfach noch mit die Gnocchi Nussbutter schwenken. So, da haben wir jetzt 40 Gramm. So, das ist der ganze Zauber am Gnocchi-Teig und das Ganze nehme ich jetzt und knete es einfach mit den Händen durch. Aufpassen, bitte nicht zu lange kneten, ansonsten geht die Stärke-Zusammensetzung auseinander und dann halten euch die Gnocchi nicht mehr und dann fallen sie euch auseinander. Also wirklich nur einmal ganz zügig zusammenkneten und fertig. Was ist besser als Butter? Nussbutter oder noch mehr Butter? Ne? So, ich habe den Teig jetzt so circa 30 Sekunden einfach nur ganz vorsichtig vermengt, sodass sie die Zutaten einfach nur, dass das eine homogene Masse wird, aber jetzt nicht wirklich kneten, weil sonst habt ihr einen Schleim. Wie bei einem Kartoffelpüree, das was einfach zu lange gerührt ist und dann wird es richtig schleimig und kreislig. So, dann nehmt ihr euch die ganze Masse einfach mal weg, braucht eine glatte Oberfläche und dann ziehe ich jetzt erstmal die Handschuhe aus, damit ich ein bisschen mehr Gefühl habe. Und dann zeige ich euch, wie man die perfekten Gnocchi abdreht. Der Gnocchi-Teig, ihr braucht ein Mehl und eine Teigkarte und eine Gabel. Das ist der ganze Trick. Wer so ein Gnocchi-Brett zu Hause hat, kann er das natürlich auch verwenden. Das ist natürlich High-End. Aber wir haben hier einfach nur eine Gabel. Ihr nehmt euch einen Teil der Gnocchi-Masse weg. Dann die Arbeitsfläche gut melieren. Der Teig ist richtig schön weich. So soll er sein.
schön luftig. Jetzt einfach eine so eine Wurst abdrehen. Das übrige Mehl geben wir ein bisschen zur Seite. Und dann in gleichmäßige Stücke runterschneiden. Wenn ihr das habt, von allem, nehmt euch eine Gabel, verkehrt rum, einmal drauf drücken und rollen. Und schon habt ihr diese typische Gnocchi-Form. Also einfach die Gnocchi nehmen, drauf drücken und einmal runterrollen. So könnt ihr zu Hause ganz einfach eure Gnocchi selber machen. Und jetzt kommen die Gnocchi ins heiße Salzwasser. Bitte nicht kochen, nicht dass sie zerfallen. Einfach nur langsam ziehen lassen, bis sie schön hochkommen, dann rausnehmen und dann gehen wir weiter zum Lucky, weil der macht das Ganze dann fertig. So, wir machen jetzt unser Gericht fertig. Ja. Unser Maurers Kuddelmuddel Carbonara mit Ei. Also echt ein tolles Gericht. Total easy. Wir stellen uns mal eine Pfanne auf. Volle Kanone. Und der Klassiker, erstmal Butter rein. Die bringen wir zum Schmelzen. Dauert ein bisschen. Als nächstes geben wir die gekochten Kutteln dazu. Und unser Wurzelgemüse. Dann das Ganze abschmecken mit ein bisschen Salz und Pfeffer aus der Mühle. Und jetzt einfach ein bisschen Weißweinessig. Und das Ganze ein bisschen reduzieren. So. Jetzt gebe ich ein bisschen Sahne drauf und koche das richtig schön sämig. Zur Bindung benutze ich jetzt einfach ein bisschen Parmesan. Ganz zum Schluss gebe ich meine Gnocchi dazu. Schwenkt das Ganze noch einmal um. Das kommt jetzt in den Teller. Als besonderen Kick obendrauf nehmen wir jetzt noch von einem Bio-Ei das Eigelb. Das geben wir hier in der Mitte noch mit dazu. Dann einfach noch garnieren mit ein bisschen Schnittlauch. Stoll Signature Maurers Kuttel Carbonara mit Ei. Also wirklich ein absolut mega geiles Gericht. So, und weil wir so gut drauf sind, haben wir uns was überlegt. Na? Wir ziehen Weihnachten ein bisschen vor, es gibt Geschenke. Und zwar haben wir unseren Klassiker von Fleischglück, das Steak Quartett, millionenfach verkauft. Aber wer es wirklich noch nicht hat, schreibt einfach einen Kommentar mit eurer Lieblingsrinderrasse unter diesem Beitrag. Vielleicht gehört ihr auch zu den Gewinnern. Des Weiteren, weil wir sind wirklich spendabel, haben wir T-Shirts machen lassen mit alten Rinderrassen. Hier ist es jetzt zum Beispiel ein Highland Kettle, gibt es aber auch von anderen Rinderrassen, es kommen immer neue mit dazu. Hier brauchen wir natürlich eure Größe, aber schreibt es einfach drunter, was ist eure Lieblingsrinderrasse und wieso? Und dann könnt ihr zu den glücklichen Gewinnern gehören. Bis bald, na, Kuddelmuddel, nachmachen, probieren, lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da, wir freuen uns. Ansonsten, let's the devil fire fucking burn.